Starten wir jetzt einmal mit dem ersten Beispiel. Ich habe hier ein Layout aufgebaut. Das ist das Logo, das ist der Projektname oder der Unternehmensname. Hier haben wir eine dicke Überschrift, hier haben wir noch eine zweite Überschrift oder einen Text mit einer Klickaufforderung oder weiteren Informationen. Und jetzt möchte ich das Ganze so ein bisschen lebhafter machen, die Informationen ein bisschen besser darstellen durch eine gewisse Formensprache, die ich über meine Pinselvorgaben erst erstelle. Ich werde dazu als erstes eine neue Ebene erstellen. Und ich habe mein Pinselwerkzeug ausgewählt und gehe jetzt einmal rein in meine Pinselvorgaben und habe hier meine floralen Effekte 5, die ich schon im Vorfeld geladen habe. Die Pinsel, die ich hier habe, die sind alle sehr groß, fast 5000 Pixel breite, und ich kann jetzt mir einen Pinsel wählen. Wenn ich mal schaue, mit weißer Farbe, okay, ja, ich werde ihn mal etwas verkleinern, dann sieht man schon, ja, da habe ich so die leichten Umrisse. Ich mache die wieder ein bisschen größer und ich nehme mir mal genau diesen Bereich und klicke einfach einmal rein. Und schon sieht man, ja, ist schon etwas mehr Stimmung auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mal die Deckkraft einfach mal ein bisschen reduziere, so auf diesen Bereich, dann ist das Ganze schon etwas illustrativ. Gefällt mir schon ganz gut, aber irgendwas fehlt jetzt hier noch und ich werde einfach mal eine weitere Ebene erstellen und nehme mal wieder diesen Pinsel oder ich nehme mal einen anderen Pinsel und zwar diesen hier. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zur Hilfe ziehe ich mir eine Hilfslinie aus dem Lineal heraus, genau in der Mitte platziere ich dieses und ich werde jetzt in den unteren Rand reingehen und werde hier einfach mal mit dieser Pinselspitze einmal klicken. Wenn ich einmal geklickt habe, man sieht, ich habe da gewisse Transparenzen in meiner Pinselspitze und das kommt immer darauf an, wie ich den Pinsel angelegt habe, ob der wirklich rein schwarz war, dann wird nämlich die Deckung hier auch 100% im Weiß sein. Waren diese Bereiche nicht ganz 100% schwarz, wie in diesem Fall durch die Blätter, die ja so ein bisschen Struktur haben sollen, dann habe ich hier gewisse Transparenzen. Und ich drücke einfach nochmal, ja, alles klar, denn wurde das doppelt aufgetragen. Jetzt nehme ich meine Hilfslinie mit STRG-H wieder weg und ich sehe meinen Flyer, der macht schon gleich viel mehr her, oder? Etwas fehlt noch, eine Kleinigkeit, und damit möchte ich auch eine weitere Funktion zeigen, die ich in der Pinselbearbeitung einsetzen kann. Und zwar erstelle ich einmal eine neue Ebene nochmal und ich wähle jetzt einfach mein Zeichenstiftwerkzeug. Ich werde meine Hilfslinie nochmal einblenden und ich werde einmal hier klicken und mit Shift-Taste auf der anderen Seite auch nochmal, damit ich wirklich eine gerade Linie habe. Und jetzt kann ich nämlich in meinen Pfade, Bedienfeld hineingehen und sagen, diesen Arbeitspfad möchte ich gerne mit meiner Pinselspitze füllen. Und ich zeige euch das mal. Ich werde einmal meine Pinsel auswählen. Okay. Jetzt suche ich mir einen anderen Pinsel aus, der dazu passen könnte, und zwar nehmen wir mal den Schmetterling. Den schauen wir uns aber in einem anderen Modus an, und zwar öffne ich dazu die Pinseleinstellungen. Ich habe hier den Schmetterling und hier muss ich den Abstand etwas erhöhen. Okay, ja, das sieht gut aus. Vielleicht werde ich die Größe auch noch minimieren, so auf 30 Pixel. Hier habe ich den Abstand verändert, man sieht es von einem Pinselstrich. Durch den Abstand habe ich hier eine Verkettung. Ja, machen wir es mal so einfach. Und ich gehe jetzt rein in meinen Arbeitspfad. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, Pfadkontur mit Pinsel füllen. Und das drücke ich einfach mal. Und schau mal, was jetzt passiert ist. Jetzt habe ich hier ganz einfach noch meinen Pfad füllen können mit meiner zuvor angelegten Pinselspitze und bringen so sogar noch mehr Stimmung rein ins Bild. Dass ich Pfade mit Pinseln füllen kann, ist eine sehr coole Funktion. Und dazu werde ich noch ein weiteres Beispiel in einem weiteren Video anzeigen. Aber allein das kann ich auch einsetzen, um wieder viel mehr Stimmung hineinzubringen in ein Bild. Also man sieht schon, was wir jetzt hier gelernt haben. Einfach ein Pinsel im Hintergrund. Ich verändere die Deckkraft, habe schon viel mehr Stimmung. Ich habe unten einen Pinsel gesetzt. Dieser war halbtransparent. Ich habe nochmal geklickt, um die Deckkraft etwas zu erhöhen. Und ich habe noch eine
Pfadkontur mit meinem Pinsel gefüllt und schon habe ich ein Layout, was ich so direkt einsetzen kann. Und wisst ihr, das wird auch tatsächlich in diesem Style eingesetzt bei uns hier in Warenmüritz. Ich möchte euch dazu mal ein Beispiel zeigen. Und zwar haben wir hier das Projekt Mare Müritz. Das ist ein großer Seepark, der hier entsteht. Hier ist dieser Seepark direkt hier an der Müritz. Das Baugebiet ist komplett eingefasst von einem Zaun. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich euch mal hier zeigen in der Webcam. Hier ist dieser Zaun, hier geht er lang. Und von der Vorderseite sieht er so aus. Und dieses Layout habe ich ganz schnell mal nachgebaut. Also das ist nachgebaut hier oben mit dem Logo, mit der Headline, mit dem Subtitle und mit zwei Designelementen. In dieser Größe werden diese wahrscheinlich eher auf Illustrationen bestehen. Aber vom Grundprinzip konnte ich dieses Layout sehr schnell adaptieren mit meinen Pinseln. Und dieses Layout wird so halt auch eingesetzt von anderen Agenturen in Projekten, die auch in die Millionen reingehen, wie halt das Yachthafenressort und Spa-Projekt von Mare Müritz. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbearbeiten. Denkt auch bei eurer Grafikerstellung, bei eurer Layout-Erstellung an die Möglichkeiten, die euch durch Pinselvorgaben gegeben sind. Allein damit könnt ihr eine coole Formensprache in eure Projekte bringen.